Oh, jetzt sind hier viele. Jetzt kann ich mir gönnen. So, oho, Ballonbomber. So, meine Aufnahme läuft. Ja, meine läuft halt, wenn wir anfangen, ne? Ja, dann mach mal die Ansage. Okay. Recht, 2, 1. Hey und willkommen zurück zu Nero. Nero, mit Paschnuffel. Hallo, Zmommel. Bist du schon auf dem Server? Ich gehe gerade drauf. Okay. Ich bin hier nämlich immer noch in dieser Clowns-Dimension, ja, in der wir uns jetzt treffen wollen, ne? Das ist der Plan. Richtig, die haben wir gestern aufgemacht und Piloten ist direkt reingegangen. Ja. Habe ich direkt geniert. So, warte mal, ich hatte hier ist ein Dungeon und ich suche heute den Lotto-Man, denn bei dem können wir uns ein richtig cooles Great Blade holen. Dann werde ich jetzt mal gucken, dass ich wieder zum Portal zurückfinde. Ich werde hier direkt von Clowns attackiert. Ja, die sind echt, wenn es eine Sache gibt, die hier in Vielzahl vorhanden ist, dann sind es auf jeden Fall Clowns. Teilweise wurde ich von denen auch richtig eingekreist. Also sind ziemlich krasse Schlawiner. Ja, aber Gott sei Dank können wir fliegen. Ich muss gerade nochmal kurz zurück zu meinem Haus gucken. Wo habe ich denn meine Clownsmünzen hin? Da. Ich habe nämlich alle in eine Kiste gepackt. Ich habe schon 18 Stück. Nice. Warte mal, bist du der Lotto-Man? Nee, du bist wieder der Toy-Merchant, richtig? Der Lotto-Man ist immer nur in seiner Lotto-Hood. Ja, genau. Also ich habe immer nur hier diesen Toy-Merchant gefunden. Ich habe jetzt 33 Stück. Und die Frage ist jetzt wirklich, ob wir uns... Wolltest du jetzt eigentlich auch den Balloon-Bomber, weil man den nochmal upgraden kann? Ja, ich muss mal gucken. Der Party-Popper wäre halt auch ziemlich cool. Also wir wollen uns Waffen kaufen auf jeden Fall. Das Ding ist, gibt's nicht coolere Waffen, weil der Party-Popper, der braucht Energy. Ach, ich hol mir einfach beides, weißt du? Ich hau das raus. Medium Speed, Medium... Obwohl, es wäre auch cool, diesen Bozo-Blaster zu haben, weil der Knockback hat. Ey, mein Schwert hat schon Knockback 2. Ah, okay. Dann ist das ein... Ah, aber ich hab leider keinen Knockback. Dann hole ich mir... Ich gönn mir jetzt erstmal den Balloon Bomber. So, komm her, Balloon Bomber. Du musst erstmal wissen, wo so ein Händler ist. Das ist, glaube ich, sogar relativ nah am Spawn. Ich bin jetzt hier gerade bei 4158, 4563. So, dann hole ich mir nochmal ein paar Schmaloons. Gib mir die Balloons. Oh Gott, ich habe gar nicht so viel... Ach doch, ich kann ein bisschen hier was reintun. Zack, zack, zack. Bist du jetzt schon in der Dimension? Ja, ich werde schon die ganze Zeit von Clowns verprügelt. kleiner Pfeil. Ich habe übrigens auch ein Scream Shield jetzt gefunden für die eine Mysterium-Dimension. War gerade Nacht. Okay. Als du zu Hause warst, weißt du das? Nee, es war Tag. Ah, schade. So, ich teste jetzt gleich mal den Balloon-Bomber. Balloon-Bomber. Ich werde hier nur die ganze Zeit von Tausenden von Clowns geschlagen. Bist du in der Nähe des Portals? Ja. Warte mal, eigentlich, das war doch 3.900? 4.800. Okay. Warte mal, hier. 4.800. Ja, hier ist zumindest eins, wo ich gerade rausgekommen bin. Ich hatte eigentlich pinke Blöcke oben drauf gesetzt, aber irgendwie verschwindeten ja Sachen immer. Oh, jetzt setze ich mal kurz. Oh! Ja, ist doch gut, Leute. Also den Balloon-Bomber kann ich schon mal empfehlen. Okay. Weil der ist halt super chillig. Der knallt die Leute halt weg. Macht auch so ein bisschen Knockback. Und man braucht dafür halt nur diese Balloon-Munition, die so billig ist. Also da werde ich mir auf jeden Fall nochmal ordentlich was catchen. Ja, vielleicht hole ich mir auch so einen. Ich habe jetzt schon 24. Ja, da kann man sich so viel Munition für holen. Oh, jetzt höre ich hier schon wieder irgendwo ein. Ich bin sogar auf einem gelandet. So, mach das so weg, komm ich will nicht. Zack. So, und was gab's bei dir heute zum Frühstück? Gab's irgendwas? Ich hab noch nicht gegessen. Was? Du hast noch nichts gegessen? Nein, du Alter, bei Sachen. Ich hatte mal heute. Ich will jetzt mal wissen, wo du bist. Ich will mal zu dir finden. Ich will mal auch so ein Toy Merchant sehen. Achso, jetzt bin ich von dem schon wieder weggeflogen. Ja, du hast ja gemeint, der ist irgendwo in der Nähe. Ja, in der Nähe war relativ, warte mal. Aber hier sind eigentlich überall welche. Hier hinten, warte mal. Flieg einfach. Das ist wirklich nah zu finden. Ich bin leider nicht so der Beste, was Koordinaten angeht, um die zu finden. 4.158 und 4.500. Hier warte ich auf dich.
4148. Okay, warte. Gut, das läuft. Genau, 4100 und dann 4500. Da müsstest du auch direkt die Plattform schon sehen. Okay. Gehe ich mal in die Richtung. So, hier habe ich auch schon wieder einen Willi. Oh, jetzt habe ich die ausgetrickst, Bro. Jetzt ziehe ich die einfach ab. Ich sehe so ein Gebäude. Ach, da bist du. Hey! Guten Tag. Da ist ein Clown hinter dir. Achtung. Wo, oh Gott! Aua. Kriegst du davon auch Schaden? Ja. Bisschen. Also, die haben mir kein Herz abgezogen. Okay. Schieß mal direkt auf mich. Okay, ich probier's. Warte. Ah! Krass! Das macht mir aber keinen Schaden. Oh, weil deine Panzerung ist ein Clown gerade aus der Welt gefallen. Oh, ich auch fast. das wäre echt richtig ätzend, wenn man hier runterfällt, weil da ist ja einfach alles weg. Boah! Du mit deinem Knockback. Bin geklaut. Ja, genau, hier vorne war direkt der Dude. Hier vorne? Ne, ein bisschen weiter hinter uns, glaube ich. Warte mal, hier. Was hast du für ein Schwert, dass du die so gut. Ja, gut, mein Knockback ist halt ziemlich kacke, um die Clowns zu töten. Ich habe halt Verbrennung 2 und Nemesis, der Gliederfüßler. 5. Okay. Siehst du mich gerade? Warte mal, ich krieg mal nach oben. Warte, ich kämpfe gerade gegen 2 Clowns, die will ich noch kurz töten. Okay. Also liege ich auch mal nach oben. Ich bin irgendwo oben auf dem Baum. Okay, warte mal, ich flieg nochmal nach oben. Siehst du mich? Ich bin ganz weit oben. Hä? Bist du da? Ach, da! Genau, hier unten. Zack, hier ist das Ding. Hier ist der Dude, der was verkauft. Komm mal da rein. Zack. Ich muss jetzt hier mal weiter ein paar von den Dudes hier töten. Damit ich mir auf jeden Fall. Da ist einfach auch ein aggressiver Clown drin. Was? Ja. Der war aggressiv? Hä? Ich hab bei dem eben gerade noch einen. Nein, der war ein aggressiver. Ach so, oh Gott, sorry. Ich bin sehr verwirrt. Low Speed, Fast Speed. Mann, wieso droppen die denn plötzlich alle nichts mehr? Ey, der Roboblaster sieht natürlich auch cool aus. Ja, der ist halt ein bisschen teurer. Oh. Muss man erstmal so viele Münzen zusammensammeln. Oh Gott. Ich glaube, ich bin gerade runtergefallen. Und ich war echt also, absolut. Ja, ich war komplett blind. Waren wir da echt so? Warte mal. Da ist er doch. Der ballert ja auf meine Clowns. Und dann gönn ich mir den Loot. Ah, ich manchmal habe ich das Gefühl, dass sie nichts looten, wenn man die irgendwie mit einer Waffe abschießt oder so. Also dann droppen die einfach nicht, die Schlawiner. Ja. Oh, das bist du. Ich bin gerade blind und hätte beinahe dich ein bisschen attackieren. Ich habe mir nur schnell Münzen geschnappt. So, haben wir hier unten noch irgendwas? Ich füge mal ein bisschen weiter weg, weil ich wollte unbedingt noch den Lotto-Dude ein bisschen finden. Können die auch an sich mal was droppen, außer den Münzen? Oder nee, leider nicht. Die droppen, glaube ich, nur die Münzen. Und das war's schon. Ah ja. Wo ist nur dieser... Oh, warte mal, das sieht gut aus. Was ist das? Ach nee, das ist einfach wieder mal nur ein Dungeon scheinbar. Aber was heißt nur? Dungeon ist eigentlich auch ganz geil. Denn da gibt es kostenlosen Loot. Toll, Trank der Schwäche. Doch, ja. Bitte? Ach, die Gegner werfen mich hier die ganze Zeit nach oben, aber ich will sie eigentlich nur wegwerfen. Oh, das ist Dungeon. Hier gibt's den heißen Krimskrams. Okay, ich habe schon 33. Nice, ich bin bei 9. Da kann ich mir auf jeden Fall ordentlich Balloons für holen. Ja, aber du hast ja wenigstens schon eine Waffe geholt. Das stimmt. Ich hab doch einfach gar nichts. Ach, warte mal, war ich hier schon mal? Ja, das könnte gut sein, dass ich hier tatsächlich schon mal war. Da muss ich aber schnell weiter. Dann spare ich auf die 45, jetzt habe ich ja 34. Ja, bietet sich an. Da kann man sich, glaube ich, was Geiles gönnen. Ist jetzt gerade der Server abgeschmiert? Nee. Oh, ja, yeah, der hat gerade kurz geleckt. Also entweder bin ich jetzt im Kreis geflogen oder hier war ich noch nicht. Doch, hier war ich schon. Ach komm. Wie kann man denn... Oh, hier ist so ein Creeper-Ding. Ich glaube, das löse ich mal aus. Hallo. 2 Dias genommen und weg! 1:0 für Pete Dizzle. Stärke 1 und Regeneration, den nehme ich immer ganz gerne mit. Ist doch ein schöner Morgen. Einfach mal einen ganzen Morgen lang Clowns töten. Aber die haben uns eigentlich nichts getan. Obwohl, die sind immer mega aggro. Sind nicht lustig. Das ist ein Todesstrafe. Bist du jemand, hast du Angst vor Clowns? Oder findest du die irgendwie so ein bisschen gruselig? Oder magst du Clowns? Nee. Ich habe kein Problem mit Clowns. Okay. Ich muss sagen, oh, mega Ruckler. Ich muss sagen, ich finde
Clowns. Clowns ein bisschen gruselig. Ich weiß nicht warum. Aber weiß nicht, da sind so geschminkte Männer. Also das ist schon ein bisschen strange. Was ist das hier oben? Rune Shrine. Kann ich damit irgendwas machen? Nee. Ich würde gerne den Lotto Man finden. Boah, Alter, sind hier viele Clowns. Ich habe einen Clown-Jackpot gewonnen. Jackpot, nice. So, ich gönne mir nochmal ein paar Balloons. Obwohl, nee, ich fliege erstmal weiter, bis ich den Lotto Man hier mal finde. Weil der Lotto Man, meine Damen und Herren, der hat angeblich Totems. Und wenn man Glück hat, kann man daraus ein Great Blade raushauen. Wenn mich nicht alles täuscht, mit 28 Attack Damage. Aber dazu muss man so einen Lotto Man erstmal finden. 28 Attack Damage? Das ist ein OP-Schwert. Das ist so. Alter, den muss ich finden, dann habe ich einen Folgentitel. Ja, genau. Das wird, der kommt dann bei mir auf jeden Fall in den Titel, wenn ich hier einen 28. Aber ich finde halt den freaking Lotto Man nicht. Ich fliege hier die ganze Zeit rum. Dann fliege ich auch mal ein bisschen rum und suche mal ein bisschen nach Mr. Lotto Man. Der muss eben auch in so einer Structure drin sein, wie eben der andere Dude. Auch so ein bisschen frei schwebend, aber da machst du nichts. Ja, ich halte mal die Augen offen. Ah komm, ich klatsche mal wieder ein paar Clowns hier. Und Maudado haben uns in der letzten Folge anstatt Rot einen Orb aus dem Goldblock hergestellt. Was habt ihr gemacht? So einen neuen Orb hergestellt, der halt das Sechsfache hält von so dem roten Orb. Dass wir mehr fliegen können. Und nicht mal aufladen müssen. Welchen habt ihr denn? Blutorb des Magiers? Magicians Blutorb, ja. Ah, genau, den habe ich mir auch gestern gemacht. Der hättet ihr gar nicht so weit fliegen müssen, weil Trobu hat auch noch einen Blutaltar Level 3 bei uns in der City. Ist der Level 3 der bei Trobu? Ja. Okay, da wo ich geguckt hatte, war der noch Level 2, glaube ich. Ah, okay, dann war es schlechtes Timing. So, jetzt kann ich die alle weg, dann kriege ich nochmal all den Gnadenstoß hier. Zack, zack, zack. All euer Loot. Aua! Wieso habt ihr denn noch so viel AP? Die machen aber auch nervige Geräusche, diese Clowns. Vielleicht bei dem Toy Merchant bleiben sollen. Zack. Wunderbar. Und da haben wir schon 15 und 64. Ne, über 64 Sleaf Gems. Mann, jetzt wäre es auf jeden Fall mal Zeit für so einen Lotto Man. Das würde ich auf jeden Fall begrüßen. Oh, nicht aus der Welt fallen. Ich bin, glaube ich, auch schon 42. Oh, nice. Also nur noch drei Stück. Und dann... Oh, noch ein Lottomann. Dann brauchst du... Ja, aber die sind ja jetzt nicht so rar gesehen. Oh, der hat einen Kopf in der Hand. Was? Ja, hier ist Jumbo. Der hat einen Kopf in der Hand. Jumbo, wie kannst du es wagen? Ist es Jumbo XXL? Der hat 5 Drückstück gedroppt und einen Stab. What? Ein Stab? Ein Joker-Stab. Launches all mobs in a 10-Block-Radius into the air. Oh, das hört sich gut an. Kriegen die schönen Fallschaden. Wie hieß denn der Mob, den du gekillt hast? Jumbo. Ach, Jumbo. Ah ja, stimmt. Du hast dich gerade sogar noch drüber lustig gemacht, ja. Ja, ich war ein bisschen verwirrt. Ist ein bisschen früh, meine Damen und Herren. Und mein Gehirn ist sowieso manchmal nicht das Beste. Mann, und ich brauche jetzt hier unbedingt so einen kleinen Schlawiner, der mir jetzt hier mal ein paar Gems verkauft. Beziehungsweise ein paar Totems. Oh, warte mal, da oben? Nee. Und das ist wieder einfach nur so ein Lotto King. Es kann doch nicht wahr, so ein Toy-Dude. Es sind 20. Den Toy-Dude brauche ich. Ah, warte, dann. Ich glaube, ich bin aber ein bisschen weit weg. Ich bin jetzt bei 5900. 5000. Nee, ich glaube, ich suche einfach selber, weil ich bin auch irgendwo random in die Landschaft geflogen. Okay, ich habe jetzt nochmal 15. Ich kann nochmal den Party-Popper. Aber ich glaube, der Party-Popper. Oh, der Boso-Blaster, Medium Knockback. Ah, der braucht halt Ammo. Hallo, Freunde. Ich werde euch jetzt mal wieder hier ein bisschen von oben fertig machen. Das ist nämlich irgendwie... Oh, Alter, jetzt habe ich da... Oh Gott! Oh! Alles okay? Naja, ich bringe mich manchmal in unangenehme Situationen. Jetzt kann ich hier aber easy alle wegfragen. So, gehen wir mal hier hin. Okay, hier ist... Hier endet die Welt scheinbar. Oh, jetzt sind hier viele. Jetzt kann ich mir gönnen. Oh, Ballon-Bomber. Ich würde gerne... Guck nochmal nach, wie diese Struktur aussieht. Ja, das wollte ich eigentlich auch nachgucken, aber ich kann halt, wenn ich bei mir raustappe, dann ist das alles komplett... Vier blaue Bäume hat die. Vier blaue Bäume, okay. Also wirklich komplett blau. Es gibt diese blau-weiß gestreifte, aber die hat... Die Lottestruktur hat vier blaue Bäume. Genau, nebeneinander. Sag's
So, jetzt sind die Dudes hier alle unten. Warte, ich schau mal, dass ich wieder zurückkriege. Mann, der Saudi ist so laut. Ich hab gerade irgendwie gefühlte 12. Es sind mehr. Alter, wie viele das sind! Oh Gott! Das ist echt alles gleich aus dieser Dimension, ne? Ja, das stimmt. Ich flieg grad an, wo ich höre dich gerade leider nicht. Warte. Warum hörst du mich nicht? Ne, weil hier irgendwie 20 Mobs. Du hast mich gehört, das Gefühl. Ja, nein, ich höre dich so kaum. Halt ein gutes Grundrauschen, was ich hier gerade im Hintergrund habe. So, warte, jetzt sind sie alle gleich tot. Oh Gott. Okay, wenn das jetzt nicht ordentlich Loot gibt. Zack, hier ist auch down. Und Bobo. Komm, Bobo. Zack. Okay, ich habe jetzt 16 Coins. Mal gucken, wie viel ich gleich habe. 31. Okay, das war nice. Aber ich glaube, für... Jetzt sind sie wieder alle hier. Ey, es kann ja nicht sein, dass ich die ganze Folge nur diese komischen Strukturen suche. Vor allen Dingen, dass die nicht so easygoing zu finden sind. Ich meine, so ein Lottoman in Deeplands konnte man auch easygoing finden. So, ich habe wieder den Toy Merchant gefunden. Den, wo du mir am Anfang gezeigt hast. Ja, der bietet sich auch immer an, wie nichts Gutes. Okay, da hole ich mir jetzt erstmal einen böse Blaster. Was braucht ein böse Blaster für Munition? Auch Luftballons? Nee, Ammunition. Die man sich craften muss. So, ich fliege jetzt hier nochmal durch die Gegend. Das kann nicht wahr sein. 4 blaue Bäume, meintest du, richtig? Sehen die anders aus wie die anderen? Abgesehen die haben keine weißen Streifen. Ah, die haben keine weißen Streifen, okay. Ja, das glaube ich jetzt hier alles komplett raus. 4 blaue. In den Kommentaren wird sowieso wahrscheinlich 7-mal stehen. Da war er doch. Oh, warte. Nee, was ist das denn jetzt hier schon wieder? Eine Toybox. Ach, ich glaube, hier kann man Gyros den Boss bauen. Rufen. Genau. Ja, den Gyrocopter-Boss da. Toll. Da hatte ich ja hier irgendwas Tolles gefunden. Hab mich schon ein bisschen gefreut. Dann schaue ich mal, dass ich den Ausgang finde, aus dieser Welt. Und crafte mir mal Munition. Damit ich meine Waffe wenigstens ausprobieren kann, würde ich die ganze Folge hier. Ja, aber immerhin. Also, hätte er auch schon mal ausgehen können. Ich weiß. Ich möchte echt hier einfach nur noch den das wäre ein krönender Abschluss. Den Lottoman finden. Jetzt hier noch so ein schönes Great Blade finden. Das wäre schön. Ich habe den Ausgang sogar gefunden, direkt. Nice. Oh, ich bin gerade richtig weit weg und das ist auf jeden Fall ein neues Dungeon hier unten. Besserer Verlängerungskatalysator. Hallo Freunde. Wo ist die? Da unten ist die Nether-Dimension. Okay, direkt schön nach unten. Direkt liegen. Hatte ich hier nicht Munition? Munition? Munition. Ich hab auch noch 2 Stacks von diesen Gleaf-Gems. Ich hätte auch gern so einen Lottoman. Ja, das wäre echt nice. Aber der ist halt einfach... Vor allen Dingen müsste man das doch voll easy going erkennen von der Ferne. Also ich meine, ich bin zwar manchmal, wie gesagt, ein bisschen blind, aber wenn man so ein Ding hat, dann muss das ja eigentlich auch so relativ offensichtlich sein. Wir müssen mal aufpassen. Ah, nee, die Munition für den Ding, für meine Waffe ist aber nicht so günstig herzustellen. Wieso? Hier Limonite für 16 Schuss. Oh, okay, krass. Macht die denn, aber ja, der Knockback ist halt geil. Schätze ich zumindest mal. Ich muss den erstmal testen. Ich habe jetzt erstmal die Waffe gecraftet und einmal die Munition gecraftet und einmal geschossen ins Nichts. Was ist das denn jetzt hier? Ach, das ist auch wieder nur ein Dungeon. Hier findet man 27.000 Dungeon. Aber nicht mal so einen alten Lottoman. Ist der denn meistens eher unten? Stand das da irgendwie? Jetzt ist hier schon wieder... Das habe ich nicht nachgeguckt. Okay. Ne, ich sehe hier nur den Gyrocopter, aber der Lottoman. Ich muss sagen,
Ja? Dieses Schwert, was, diese Schusswaffe, die du mir vorher mal gegeben hast, ist immer noch besser. Ja, die eine Schusswaffe ist auch irgendwie mega krass. Der Blood Iron, ja. Besser zu, geht doch viel einfacher zu craften. Der hat nämlich auch mega Knockback. Zumal die ja auch irgendwie nicht, die kostet doch nur Energie, oder was war das? Oder auch Ammunition. Auch Munition, aber okay. Günstigere. Ah, nice. Komm schon, bitte, bitte, bitte. Ich bin jetzt bei 4000. Ah, ne, jetzt bin ich eigentlich relativ wieder am Anfang, aber die Map lädt halt wieder so richtig schön schnell. Ja, der ist König. Bitte, 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 Lotto Man. Jetzt krieg ich nochmal Wind Beneath My Feet. Aber da muss doch was sein. Das kriegt man irgendwie immer gleichzeitig. Komm schon, bitte. Ich möchte doch nur. Ich möchte. Ich hab nicht irgendwas nicht, um den Stab einzusetzen. Ja, wahrscheinlich eine Rune oder so braucht man. Ja, irgendwelche Power. Bei Kompass-Runen braucht man. Ich glaube, ich werde mir den Balloon Blaster werde ich mir nicht machen. Oh Gott, jetzt ist hier ein Clown. Stattdessen gönne ich mir. Ja, okay, runter mit dir. Du hast den Balloon Blaster schon. Meine ich, den Balloon Bomber habe ich. Ich werde mir noch den Confetti Cluster holen. Obwohl. Oder den. Ne, den Party Popper. Weil der. Den Bozo Blaster hast du dir jetzt geholt, richtig? Ja. Ja, genau, dann nehme ich mal den. Können ja auch eine Waffenkiste anlegen. Da können wir mal Waffen reinlegen. Und wenn einer in eine Dimension geht, kann er einfach sich aussuchen, was er mitnimmt. Im Grunde genommen keine schlechte Idee. Warte mal, das packe ich mal. Oh, nee, warte mal. Das könnte wieder ein guter Trank sein, den ich wegschmeiße. Packen wir das mal alles weg. Zack, zack, zack. Die ganzen Balloons. Dann gönne ich mir jetzt nochmal ordentlich Balloons. Wir müssen auch gleich aufhören. Oh, stimmt. Jo, wir sind echt jo, gut. Ja, warte mal. Dann mal hier. Machen wir nochmal alles voll. Zack, Zirkus-Coins. Nochmal schön raushauen. 10 Stück. Perfecto, Mariko. Lege ich die Name-Tags mal weg, dann mache ich Verbindung trennen. Oh Gott, ich schieße hier gerade noch auf Monster. Okay. Nee, ich muss sagen, Blood Iron ist immer noch besser. Also ich habe einfach die Folge alles erreicht, was ich erreichen wollte, auf jeden Fall. Hey, du hast eine neue Schusswaffe. Ich wollte eigentlich nur so einen Lottomann finden. Ja, ich wollte auch diesen blöden Lottomann finden. Mann, wo bist du, Lottomann? Quit living on dreams. Und ich weiß einfach, dass in den Kommentaren stehen wird, da bei 3 Minuten 12, da war er. Ja gut, dann wissen wir wenigstens ungefähr, wo er ist. Ja, aber vielleicht oftmals schreiben die Leute, ich meine das eher so, dass die Leute das dann schreiben und dann gucke ich da die ganze Zeit und dann pranken die mich. Ach, richtige Leon Machers. Ach, deine Zuschauer sind doch nett. Ich liebe denk meine Zuschauer. So okay, ich mag meine. Liebe ist immer ein zu drastisches Wort, weil, das habe ich schon mal gesagt, ich liebe meine Eltern. Das ist so, ne? Versteht ihr, was ich meine? Ich bin keine Dagi Bee, ich sage nicht, ich liebe euch. So, Leute, das war's mit der heutigen Folge. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Schaut unbedingt bei Zombie vorbei. Und bei Paluten vorbei. Dann sehen wir uns morgen um 12 Uhr wieder. Haut rein. Ciao, ciao!